12. Dieser Mann scheint an jeder nur möglichen Geisteskrankheit zu leiden. Dem Datum seiner Einweisung nach muss er einer der ältesten Patienten hier sein. Der ehemalige Krankenhausdirektor hat seinen Fall untersucht und erwähnt Wolfs Professor. Offenbar hatte er als einziger einen Einfluss auf den armen Kerl. Es liegt sogar ein Porträt des verstorbenen Professors bei den Berichten. Das ist also Professor Schwarz. Ich brauche einen Namen, um meine Nachforschungen fortzusetzen. Da ist ein kleines Etikett, auf dem steht Klassenzimmer. Also wieder einfach Pause machen. Abstellkammer, nee, wir haben Schlüssel mit Klassenzimmer. Bäcker, wenn ich mich recht erinnere. Waschküche und Klassenzimmer, ja. Also mal Klassenzimmer untersuchen. Wir brauchen einen Käfig im Klassenzimmer. Damit werden wohl freche Schüler bestraft. Ein wenig übertrieben. Okay, ich bin nicht der Einzige, die es übertrieben findet. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Und jetzt ist es an der Zeit, mich in den guten Professor Schwarz zu verwandeln und Wolf einen Besuch abzustatten. Und Routen, die sogar rot sind. Okay. Wie gesagt, Pause. Einfach Pause drücken, wenn ihr es lesen wollt. Ich lese es nicht alles vor. Wer ist dieser anonyme Patient? Vielleicht hat er eine Akte wie die anderen Patienten. Grundschulmathe, würde ich sagen. Also, wer kann es lesen? Nee, wusste nicht. Also, jetzt Karte. Ich gehe mal ins Büro erstmal. Und guck nach den anonymen Patienten. Da, Fragezeichen. Ah, da ist die Akte, die ich gesucht habe. Es kann nur die unseres mysteriösen Patienten sein. Was für eine merkwürdige Person. Nur eine der Akten im Untersuchungsraum des Instituts ist neu genug, um zu dem in Professor Herzogs Brief erwähnten Patienten zu passen. Der Akte nach wurde der Mann dem Tod nahe an einem Flussufer gefunden. Er blieb mehrere Monate lang in der Stadt seiner Retter. Leider litt er an plötzlichen, unkontrollierbaren Wutausbrüchen und wurde in eine örtliche Irrenanstalt verlegt. Er zeigte keine Anzeichen der Besserung unter ihrer Obhut und wurde daraufhin in das schwarze Edelweiß geschickt. Dieser Patient ist stumm und leidet an den Nachwirkungen eines Schädelbruchs und an Amnesie. Er kann niedere Aufgaben verrichten und scheint eine außergewöhnliche Begabung für die Lektionen zu besitzen, die hier erteilt werden. Wie merkwürdig. Ach, und man sieht hier auch, die Berichte haben hier einen anderen Stempel. Hier war noch London, die Tower Bridge, und hier ist der Stempel des schwarzen Edelweiß. Der Patient war ja da hinten. 2 mal 6 ist 12. 2 mal 7 ist 14. 3 mal 8 ist... Oh, was war das noch? Ach ja,
24. 5 mal 5 ist 25. Offenbar will er nur mit einem... Also, Wolf, wie ich sehe, hast du deine Lektion gelernt. Hervorragend. Professor Schwartz? Ich gratuliere dir, Wolf. Von deinen anderen Klassenkameraden kann ich leider nicht dasselbe sagen. Ich bin sehr unzufrieden mit ihrem Verhalten, denn wie es scheint, haben sie geschummelt. Professor Schwartz, Sie haben sie gesehen, nicht wahr? Ich kann meine Lektionen. Ich arbeite immer so hart. Und die anderen schreiben einfach von mir ab. Ich weiß, mein Junge, ich weiß. Aber Ihr Anführer, der ist Doktor, nicht wahr? Ja, Herr Professor, ja. Er ist der Gemeinste aus der Gruppe. Manchmal versucht er, mich von meinen Lektionen abzuhalten. Er sagt, er wird mich wie die anderen behandeln, die nicht wie wir sprechen und die so schrecklich laut schreien, wenn er sie bestraft. Aber ich bleibe bei meinen Lektionen und ich sage den ganzen Tag lang das Einmaleins auf. Er kann mich nicht daran hindern. Das ist gut, mein Junge. Ich bin stolz auf dich. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Wo treffen sie sich? Ich muss sie finden und dafür sorgen, dass sie die Bestrafung bekommen, die sie verdienen. Sie treffen sich dort drüben. Aber es ist gut versteckt und nur der Doktor hat den Code. Zuerst macht er Krach mit dem Feuer bei seinem Büro. Dann macht er Krach mit dem Feuer vor mir. Und dann macht er Krach hinter mir. Sie werden sehen, er kann seine Lektionen nicht. Danke, Wolf. Du bist ein schlauer Junge. Du wirst in diesem Schuljahr gute Noten bekommen. Aber jetzt musst du versuchen, deine Lektionen still aufzusagen. Da ich der Professor bin, weiß und sehe ich alles. Du brauchst also nicht zu schreien. Wie Sie meinen, Professor Schwartz. Das brauche ich nicht mehr. Also Krach bei dem mit dem Feuer bei seinem Büro. Ich speichere erstmal. Bewegen. Was habe ich damit Krach gemacht? Jetzt mit dem Feuer bei ihm. Damit Krach gemacht und jetzt ein Feuer hinter ihm. Es funktioniert. Ganz einfach. Entschuldigung, aber ich verstehe nicht, was Sie sagen wollen. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin... Wer du bist, hat nichts zu bedeuten. Wichtig ist nur deine Verehrung des einen. Du bist gekommen, um den großen Herrn anzurufen. Und nun frage ich dich, wer bin ich, elender Sterblicher? Licht der... Selbst dein jämmerlicher Geist kann Erleuchtung finden, stand ja in bevor er zur Nahrung für die Diener des Chaos wird. Wo sind all die armen Seelen, die in London entführt wurden? Und was ist mit den anderen, die hier auf ihren Reisen vorbeikamen? Deine Suche ist vergeblich. Du bedeutest dem großen Herrn nicht. Bald wird er unseren Ruf erhören.
Wenn diese Titanen sich für das Erwachen ihres Königs versammeln, wird der schlafende Herr auf Erden wandeln. Du und deinesgleichen werdet euch das Fleisch von den Knochen reißen, wenn ihr erfahrt, wie euer Leben den großen Herrn und Meister beleidigt. Du wirst um den Abgrund bitten, wie alle vor dir, die den großen Einen ernährt haben. Die, die ihr schwaches Fleisch unserem Herrn gaben, schreien nach seiner Wiederkehr. Und das wirst auch du tun. Er liegt da, träumend, still, hungrig und wartet auf seine Anhänger. Zittere vor Furcht. Siehe, der große Eine kehrt zurück. Er macht so einen Krach. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen, bevor er das gesamte Personal herbeiruft. Oben kann ich nicht. Also ich will hier unten versuchen. Ich kann dieses Schloss aufbrechen. Dieses Schloss ist zu kompliziert für dieses Werkzeug. Fest verschlossen. Fest verschlossen. Fest verschlossen. Ich habe noch nicht alles untersucht. Nee, das geht noch nicht. Ich weiß nicht, was dieser Gygax studiert. Ich brauche einen Namen, um meine Nachforschungen fortzusetzen. Die Anbetung von Ghulen.